Bescheid. Unglaubliche Maschinen, harte Jungs, so stellt man sich eine Gang vor. Und genau so sind auch die Nachtwölfe in Moskau. Sie gelten als eine der härtesten Biker-Gangs der Welt. Und angeblich sind sie Freunde von Wladimir Putin. Wie die härtesten Gangs in Russland und in den USA ticken, wir haben es rausgefunden. Ultraorthodox und patriotisch. Es gibt Dinge, bei denen die Regierung uns hilft. Und es gibt Dinge, bei denen wir der Regierung helfen. Mit engem Kontakt zu Wladimir Putin. Es war eine große Ehre für mich, als ich Putin vorgestellt wurde und dass ich als sein Freund gelte. Was steckt hinter dem? Eine Welt aus dröhnenden Motoren, schwarzem Leder und politischer Macht. Wer sind die Nachtwölfe? Eine einfache Motorradgang oder doch ein geopolitisches Instrument? Und wie unterscheiden sie sich von anderen berüchtigten Rockerclubs wie den Hells Angels in Deutschland? Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der russischen Nachtwölfe und vergleichen sie mit einer der bekanntesten Bikergruppen der Welt. Willkommen zu unserer Reise in die Welt der Nachtwölfe, der Biker mit Verbindungen bis in den Kreml. Gegründet im Jahr 1989, kurz vor dem Fall der Sowjetunion, begannen die Nachtwölfe als kleine Motorradgang in Moskau. Doch mit der Zeit wuchs ihre Popularität und ihr Einfluss. Heute zählen sie zu den bekanntesten Motorradclubs der Welt, mit tausenden Mitgliedern in Russland und anderen Ländern. Ihr Gründer und Anführer, Alexander Saldostanov, ist ein Mann, dessen Geschichte sich wie ein Drehbuch für einen Actionfilm liest. Als gelernter Zahnarzt fand er seine Leidenschaft in Motorrädern und gründete die Nachtwölfe, die bald mehr als nur eine Motorradgang wurden. Sein Spitzname ist übrigens der Chirurg. Doch was die Nachtwölfe wirklich von anderen Bikerclubs unterscheidet, ist nicht nur ihre Größe oder die Liebe zu Motorrädern, sondern ihre tiefe Verstrickung in die russische Politik. Allen voran ihre enge Beziehung zu Präsident Wladimir Putin. Die Nachtwölfe sehen sich selbst als Beschützer russischer Werte und Traditionen. Sie unterstützen die Regierung aktiv, organisieren patriotische Veranstaltungen und propagieren eine starke nationalistische Haltung. Doch dieser Patriotismus geht weit über Motorradfahrten hinaus. Besonders in den letzten Jahren rückten die Nachtwölfe ins Rampenlicht, als sie während der Annexion der Krim im Jahr 2014 eine umstrittene Rolle spielten. Sie unterstützten offen die pro-russische Bewegung auf der Halbinsel und führten Konvois durch das Gebiet. Für ihre patriotische Haltung wurden sie sowohl gefeiert als auch verurteilt. Auf der anderen Seite des politischen und geografischen Spektrums stehen die Hells Angels. Dieser legendäre Motorradclub wurde im Jahr 1948 in Kalifornien gegründet und ist heute weltweit aktiv, auch in Deutschland. Doch im Gegensatz zu den Nachtwölfen halten sich die Hells Angels eher von der Politik fern und werden oft mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Die Hells Angels sind in Deutschland vor allem durch ihre Rivalitäten mit anderen Clubs wie den Bandidos bekannt. Dabei kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Im Gegensatz zu den Nachtwölfen, die eine enge Verbindung zur russischen Regierung haben, lehnen die Hells Angels eine so starke Einbindung in staatliche Strukturen ab. Ihre Stärke liegt vielmehr in ihrem Ruf als Outlaws, also gesetzlose Rebellen. Doch wo liegen die größten Unterschiede zwischen den beiden? Bei den Nachtwölfen spielt der Patriotismus eine zentrale Rolle. Sie propagieren eine starke Verbundenheit zu Russland, zu orthodoxen Werten und treten oft bei staatlichen Veranstaltungen auf. Ihre Nähe zu Putin verleiht ihnen eine ganz andere Art von Einfluss. Die Hells Angels hingegen vertreten eher den Geist des amerikanischen Individualismus. Freiheit, Rebellion gegen staatliche Autoritäten und das Leben am Rande der Gesellschaft prägen ihr Image. In Deutschland werden sie immer wieder mit illegalen Aktivitäten wie Drogenhandel und Schutzgelderpressung in Verbindung gebracht. Im Gegensatz dazu haben die Nachtwölfe mit ihrer engen Beziehung zu Putin und ihrer nationalistischen Ideologie eine ganz andere Funktion. Während die Hells Angels als Outlaws bekannt sind, werden die Nachtwölfe in Russland eher als In-Laws gesehen, als Biker, die das Establishment unterstützen.
Immer wieder sieht man den russischen Präsidenten an der Seite von Saldostanow bei patriotischen Events. Dieses Bild von Macht und Loyalität ist das genaue Gegenteil von dem, was man von den Hells Angels in Deutschland erwarten würde. Für Putin sind die Nachtwölfe ein Symbol für ein starkes, vereintes Russland. Ihre Nähe zur russischen Regierung zeigt sich in zahlreichen Veranstaltungen, die sie gemeinsam organisieren, und der Unterstützung für politische Entscheidungen. Sowohl die Nachtwölfe als auch die Hells Angels werden international kritisch betrachtet. Während die Nachtwölfe nach der Krim-Annexion auf Sanktionslisten der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union landeten, stehen die Hells Angels in Deutschland häufig im Fokus von Ermittlungen wegen organisierter Kriminalität. Die Nachtwölfe betonen immer wieder, dass sie Patrioten sind und keine kriminelle Organisation, während die Hells Angels diesen Aspekt des Outlaw-Lebensstils oft bewusst pflegen. Die Zukunft der Nachtwölfe wird stark von der politischen Situation in Russland und den geopolitischen Entwicklungen abhängen. Ihre enge Verbindung zu Putin sichert ihnen vorerst eine zentrale Rolle in der russischen Gesellschaft. Die Hells Angels in Deutschland hingegen bleiben durch die ständige Beobachtung der Polizei und der Behörden in einer fragilen Lage. Ihre Zukunft hängt davon ab, wie sehr sie sich an der Grenze zur Legalität bewegen oder ob sie weiterhin in kriminelle Machenschaften verwickelt bleiben. Was denkst du über die Unterschiede zwischen den Nachtwölfen und den Hells Angels? Sind sie für dich zwei Seiten derselben Medaille oder doch grundlegend verschieden? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen.